Hier ist der Gehörgang, hier wäre die Ohrmuschel. Und wenn man sich das hier anschaut, geht über die Ohrmuschel der Gang nach innen. Und auch wenn du selber an deinem Ohr ziehst, kannst du meistens merken, dass das sogar ein Stückchen in den Schädel hinein zieht. Je nachdem, in welchem Winkel man zieht. Und wenn ich diesen Zug nach vorne außen gebe, dann entsteht ein Zug hier in Richtung Hinterkopf an dieser gummiartigen Struktur, der Falz. Das heißt, hier setzt das Ohr mit an, ich ziehe da dran und dadurch kommt etwas Spannung hier mit drauf. Und durch dieses Spannen und Entspannen kann das venöse Blut hier besser zurückfließen. Wenn ich dann das Ohr nach hinten außen ziehe, habe ich die Möglichkeit, mehr Spannung hier ins Bindegewebe zu bringen und damit in den Bereich der Schädelbasis hinein, wo dann auch unsere Hauptdrüsen im Gehirn mitsitzen. Bis hier. Und die sitzen genau da drüben, da drüber. Und das ist eine Möglichkeit, ganz zentral am Gehirn biomechanisch mitzuarbeiten. Und es ist erstaunlich, wenn man da eine Pulsation mit reinbringt, was man damit alles lösen kann. Dort tauchen wir langsam ein. Das Ohrloch hier ist mit an dieser Faszie. Und darüber können wir sowohl den vorderen Teil, wenn wir nach hinten ziehen, mit lösen, wie auch den hinteren Teil, wenn wir nach vorne ziehen. Wir probieren hier immer in Verlängerung dieser Faszie zu ziehen. Unsere grobe Ausrichtung dabei ist 45 Grad nach unten außen, 45 Grad nach oben außen. Da ist es gut, die Ohren eher flächig zu halten als zu punktuell, weil man da schon ein bisschen Zug mit drauf gibt und wir wollen es hier gar nicht primär für die Ohren machen, nicht die Ohren langziehen, sondern diesen intrakraniellen faszialen Anteil. So beginne ich mit dem Zug nach vorne außen und probiert wieder mitzubekommen, wann fühlen sich die Hände mehr verbunden, kommst du in dieses Gewebe hinein, ich greife noch was flächiger und mein Finger ist dabei immer schon im Inneren der Ohrmuschel, nicht im Ohrloch, aber ich ziehe nicht hier, weil das alles so weich ist, sondern da, wo das Ohr wirklich knorpelhaft ist, um den Zug besser weiterleiten zu können. Wenn du das schon etwas geübt hast, wirst du vielleicht merken, dass dieser 45-Grad-Winkel nicht ganz stimmt und dass es manchmal auch nicht auf beiden Seiten in exakt die gleiche Richtung geht. Schau mal, wie der Körper dich mitführt, wo diese Spannung am besten ankommt. Kannst du auch auf einer Seite mal was mehr ziehen und schauen, spürst du das auf der anderen Seite? Wie ist das im Wechsel anders? Ist das so angenehm für dich? Das wäre so der biomechanische Aspekt. Bei diesen beiden Techniken, auch bei der Technik mit dem Zug der Ohren. Nach unten außen. Kannst du sowohl diesen biomechanischen Aspekt reinnehmen und einfach halten. Und ich lade dich ein, dich selber so ganz zu entspannen, den Bereich zwischen deinen Ohren zu entspannen, so gut es möglich ist. Und dafür ist es oft gut, den Kopf so was sinken zu lassen. Und dadurch habt ihr automatisch auch eure dritten Augen mehr übereinander. Ich schaue, ob in so ein Nicht-Handeln mit hineinkommen kannst, während du diesen Zug erhält. Damit sprechen wir die Verbindung zur Schädelbasis an und kommen damit fast genau, also in die direkte Nachbarschaft der Hirnanhangsdrüse. Die Drüse, die diesen Nektar bereithält und die alle, also fast alle Drüsen im Körper steuert. Sehr viele Menschen empfinden das, obwohl es wenig physischen Impact hat, als recht intensive Technik, werden sehr
müde, kommen in so einen meditativen Zustand. Das wären alles Sachen, die wir eher mit fördern wollen, bei den, je nach Auftrag und so. Bei manchen Menschen geht hier dann auch die Post ab. Ja, und da ist es gut, das mitzubekommen und auch zwischendurch deine Augen aufzumachen, zu merken, was pulsiert, zieht hier wie. Bekommst du das weiter mit? Fangen die Augen an zu flackern, geht die Pulsrate hoch und so weiter. Und manchmal, wenn wir Dinge auch mit lösen, lösen wir eben auch das, was sonst einer Entspannung im Weg steht, und das ist primär meistens nicht Entspannung. Und damit könnt ihr wieder pendeln, ihr könnt den Zug nachlassen, könnt sonst, wenn ihr merkt, wow, es wird etwas viel, wieder mehr in dieses Strukturelle führen, könnt mit Ausstreichungen mehr den Fokus an die Körperoberfläche bringen, als in die Tiefe des Gehirns. Gerade dieses Streicheln, was auch die Oxytocin-Produktion mit anregt, der direkte Hautkontakt, ist oft etwas, was Menschen hier sehr gut mit beruhigen kann, falls das schwierig ist.